Zu Weihnachten wurden Dutzende Katholiken aufgrund ihres Glaubens niedergemetzelt. In Afrika, wie beispielsweise Nigeria oder im Nahen Osten, werden Katholiken von Terrorgruppen verfolgt. Es fließt sehr viel Blut. Und was fällt dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, dazu ein? Natürlich, dass man darüber kein Wort verliert, passt ja nicht in die linke politische Agenda. Stattdessen segnet man den Ramadan ab als ein katholischer Bischof. Katholisch.de berichtet, Bischof Betzing mit Segenswünschen zum Ramadan, Aufruf zur Solidarität. Ab Montag fasten gläubige Muslime einen Monat. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing, nimmt seine Grußbotschaft zum Anlass für einen Appell. Und er verweist auf die Folgen des Krieges im Heiligen Land in Deutschland. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, hat im Namen der Bischöfe und der gläubigen Segenswünsche zum muslimischen Fastenmonat Ramadan übermittelt. Er verwies auf die terminliche Überschneidung von Ramadan und christlicher Fastenzeit in diesem Jahr. Zitat: Es ist schön, dass wir ungeachtet aller Unterschiede zur gleichen Zeit im Fasten beten und Almosen geben, Gottes Gnade erbitten, betonte der Limburger Bischof in einer am Samstag veröffentlichten Grußbotschaft. Der Ramadan beginnt an diesem Montag. Trotz aller Unterschiede, sagt Bischof Georg Betzing, der größte dieser Unterschiede wird wohl der sein, dass wir nicht denselben Gott haben. Christen und Muslime haben nicht denselben Gott. Der Herr Jesus Christus sagt ja, wer den Sohn nicht hat, der hat auch den Vater nicht. Denn der Herr Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer nur durch ihn. Und im Koran wird die Sohnschaft und die Vaterschaft Gottes wortwörtlich abgelehnt. Und dann ist auch interessant, wofür Ramadan steht. Laut der islamischen Überlieferung hat in dieser Zeitperiode Mohammed den Koran überliefert bekommen. Und deshalb fastet man in dieser Zeit. Also ein falsches Evangelium, wo Jesus, unser Herr, nicht gekreuzigt wurde, wo er nicht der Sohn Gottes ist, wurde von einem Engel des Lichts, welcher laut dem Korintherbrief ein Teufel sein kann, der sich auch als Engel des Lichts verstellt, so ein falsches Evangelium wurde dort übermittelt. Und im Galaterbrief warnt uns der Apostel, dass selbst wenn ein Engel vom Himmel kommen würde und ein anderes Evangelium predigt als das, was ihr empfangen habt, der sei verflucht. Und dort kam gewiss ein Engel vom Himmel und hat ein anderes Evangelium gebracht. Und Bischof Georg Betzing segnet das alles ab im Namen aller Bischöfe. Ich hoffe, dass wir noch einige rechtgläubige Bischöfe haben hier in Deutschland, die sich davon ganz klar und strikt distanzieren. Mitmenschlichkeit hat nichts damit zu tun. Nächstenliebe hat auch nichts damit zu tun. Man muss seinem Glauben treu bleiben. Ein gläubiger Moslem gratuliert dir auch nicht zu Weihnachten oder zu Ostern, weil es für ihn nicht legitim ist. Und für uns Katholiken sind die islamischen Feiertage auch abzulehnen, nicht der Mensch an sich. Gottes Segen.